Ich grüße euch und ich hoffe, euch geht's gut. Ja, in diesem Video werden wir mal ein bisschen wieder die Vorfreude anheizen. Das bedeutet, ich werde euch wieder meine Erfahrungsberichte nennen, was ich so zu Silvester erlebt habe. Und dann werde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Tipp euch mitgeben. Kommen wir nochmal zu dem Punkt Erfahrungsberichte, ja. Ihr könnt auch gerne eure Erfahrungsberichte in die Kommentare schreiben. Ich denke, für die meisten dürfte es auch interessant sein. Und versucht da euch da ein bisschen ein Bild zu machen, beziehungsweise euch das bildlich vorzustellen. Somit wird die Vorfreude automatisch angeheizt, weil ihr dann im Gedanken Silvester, im Gedanken Feuerwerk seid und somit seid ihr dann sofort in dieser Thematik präsent und dann gibt es nichts anderes als Freude, wenn man eben daran denken muss. Ja, und bitte auch an die positiven Seiten. Darum soll es auch gehen. So. Und genau, das wollte ich auch nochmal ansprechen an all diejenigen, die neu sind und die sich denken, hey, warum rübst denn der Kerl am Anfang? Ja, das bitte, das solltet ihr als Metapher sehen, das gebe ich als Statement ab, obwohl ich sagen muss, Rübser werden ja immer wieder anders definiert in diesem einen Land, beziehungsweise in Asien gehört es prinzipiell zum guten Ton, wenn das Essen gut geschmeckt hat, dann rübst man am Ende. Ja, in Deutschland, typisches Spießerland, tut mir leid, gehört es ja, mitunter nicht zum guten Ton und wird eher als asozial oder sonst was abgewertet, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ehrlich gesagt, interessiert mich nicht die Bohne, ich verletze mit keinen. Viele finden es lustig, obwohl mich das auch nicht interessiert. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Ich mache es einfach, um mich so auszudrücken. Und ich sag's ganz ehrlich, an all diejenigen, die das asozial finden, die das vulgär finden, es ist eure Meinung, die mich kein bisschen interessiert. Ich werde es weitermachen. Dann schaut doch bitte woanders zu. Interessiert mich einfach nicht, ja? So viel dazu. Thema erledigt. Ja, ihr kennt mich. Ich mache mein Ding. Punkt. Fertig. Aus. Brauchen wir nicht weiterreden. So, kommen wir doch mal jetzt zu den Tipps. Zu dem Tipp, den ich euch geben wollte. Und dann zu den Erfahrungsberichten. Ja, so. Ganz, ganz wichtig, Leute. Und ich weiß zu 100%, da bin ich mir zu 100% sicher, dass das passieren wird. Die Preise. So, also jetzt nehmen wir mal an, dieses Jahr, das hoffe ich zumindest, naja, gut. Ich hoffe es, dass dieses Jahr der Verkauf von Feuerwerk stattfinden wird. Ich hoffe es, ja. Sollte das der Fall sein, dann können wir uns alle glücklich schätzen, aber wir müssen damit rechnen, dass nächstes, übernächstes, beziehungsweise die Zukunft von Feuerwerk sehr teuer werden wird. Die Rohstoffpreise werden immer teurer, das Holz wird immer teurer, ohne Scheiß, ich sag's euch. Und das braucht man eben für die Raketen. Hat ja selbst Zinkfeuerwerk gesagt, dass das Holz sehr, sehr teuer wird und demnach werden die Raketen auch teurer, von Zink jetzt speziell geredet. Aber auch, wie gesagt, insgesamt, ja, es liegt ja nicht nur daran, sondern vor allem auch die Transportkosten, weil das meiste kommt aus China und das wird sehr, sehr teuer werden. Und da könnte ich jetzt noch so viel aufzählen. Fakt ist, alles wird um einiges teurer. Somit könnt ihr von einer Preissteigerung von mindestens 10-20% ausgehen in den nächsten Jahren. Deshalb gebe ich euch wirklich als richtig guten Tipp mit, wenn ihr viel Geld übrig habt, dann kauft dieses Jahr so viel es geht Feuerwerk ein, sodass ihr bestmöglich für nächstes Jahr viel Feuerwerk übrig habt, sodass ihr nicht mehr darauf angewiesen seid, Feuerwerk in Massen einzukaufen, weil im Endeffekt, ja, die Online-Shops hat man ja auch noch, der bestellt mir auch sowieso mitunter. Aber einfach, dass es für euch lukrativer ist, ja. Heißt nicht, dass ihr dann gar nichts mehr kaufen sollt, ja. Das wäre dann natürlich auch wieder blöd für die Feuerwerksindustrie. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Hier, ihr müsst einfach einen Kompromiss finden. Und ich denke, das ist ein ganz guter Kompromiss. Und das ist einfach den Tipp, den ich euch vom ganzen Herzen aus geben kann. So, und jetzt gestalten wir mal einen schönen Rückblick. Dieser Rückblick hat bei mir vor, also wirklich lange Zeit stattgefunden. Wie alt war ich da? Ach Gott, 7-8 Jahre, ich weiß es nicht, bestimmt 7-8 Jahre her. Da war ich noch voll der Fan von China Böller D. Also wirklich, ich bin da
Ich habe da meine ganzen Prospekte, am 29. war das, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Die ganzen Prospekte habe ich gesammelt, dann habe ich überall geschaut, wo gibt es 80er Packs China Böller AD. Habe mir da immer Rossmann rausgesucht, habe mir Edeka Center rausgesucht, habe mir den Tengelmann rausgesucht, der hat es auch nochmal gehabt, die Wekos hat das sogar gehabt. Oh Gott, dieses Corsair, dieses Logo, Leute, ich sag's euch, so geil. Affengeil, affengeil, ja. Und dann habe ich mir dann natürlich richtig viel geholt. Das hatte ich, ich hatte natürlich eine erwachsene Person da bei mir, sonst würde es ja gar nicht gehen. Gut, auf jeden Fall, ich habe die Teile halt wirklich gesammelt. Ja, davon habe ich 10, 15 Packs halt gekauft, beziehungsweise Schinken, ne, so nennt sich das ja. Da hatte ich immer richtig viel übrig. Und ich war immer so stolz auf meine Schinken. Ich hatte natürlich auch Raketen und Batterien, natürlich. Aber ich hatte halt richtig, richtig viel China Böller Ds. Und dann habe ich mir noch so welche, dieses Hunan-Set gekauft. Hieß, glaube ich, früher anders. Ich weiß es nicht mehr. Dieses, dann noch von Lidl, dieses Set da. Das wäre immer 1 Euro teurer als beim Aldi. Oh Gott, da war noch so ein Ninja-Logo drauf. Oh Gott, Leute. Wenn man sich da zurückerinnert, wie geil die Böller ausgeschaut haben. Das war wirklich so geil. Na gut. Auf jeden Fall, dann war es schon so, da war schon die Abenddämmerung. Und dann, das weiß ich noch, es war in meinem Wohnblock. Dann kamen halt Jugendliche, die haben dann China Böller D rausgeworfen. Und ich auch. Und meine waren immer lauter. Das bedeutet, die haben einen rausgeworfen und dann kam ich hinterher. Und meine waren immer lauter. Und ich habe mich dann immer so richtig stolz gefühlt. Habe dann immer so gedacht: Oh ja, geil, meine sind die Geisten, meine sind die Geisten. Ne? Ja, und dann kam im Endeffekt das, was wirklich erstaunlich war. So bin ich im Endeffekt zu den sogenannten Polenböller gekommen. Das war dann aber tatsächlich um 12. Das war halt dann nach Mitternacht. Das war dann halt, ja, zu Silvester halt, ne? Dann war da halt so ein Hooligan. Da war wahrscheinlich ein Hooligan. Weiß ich nicht. Hat auf jeden Fall so den Anschein gemacht. Dann bin ich halt zum Abbrenner, also zum Abbrennplatz gegangen. Das war vielleicht 5 Minuten vom Ort entfernt. Genau, und dann habe ich dann halt so ganz normal meine Böller gezündet, meine Raketen. Okay, so viele Raketen und Batterien waren es gar nicht, aber im Endeffekt wenig war es auch nicht. Und dann von einmal knallt es so richtig laut und es blitzt und der hat die Teile ins Gras geworfen. Da habe ich mir gedacht, wie kann das denn sein? Ich meine, nicht mal die Kanonenschläge, die ich gekauft habe vom Weko, haben so eine Wucht gehabt. Vor allem, wenn man die Teile ins Gras wirft, dann verliert es nochmal Lautstärke. Dann bin ich da hingegangen, weil ich neugierig war und habe gefragt, ja, was haben Sie denn für Böller? Dann hat er gesagt, ja, die habe ich bei Ultrashop gekauft. Es war noch Ultrashop früher, Ultrashop gekauft. Dann habe ich gesagt, kann ich davon welche haben? Der hat mir einfach welche gegeben. Der hat mir eine ganze Handvoll gegeben, das weiß ich noch. Das waren FP3 Smalls, das waren die P2000 von Maxim oder Maxim, keine Ahnung. FP3 Normal. Und dann bin ich mit den Teilen rumgegangen. Ich habe mich wieder König der Straße gefühlt. Ich war der lauteste von der ganzen Umgebung. Da habe ich dahin hingeworfen. Die waren so laut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also jetzt ist es natürlich jetzt nichts Besonderes. Aber zur damaligen Zeit und das war so hammerhart, so krass. Und so bin ich dann erst auf Ultrashop gekommen. Und dann habe ich einen Kumpel gefunden, der war halt erwachsen. Der hat dann für mich auch immer bestellt. Und so hat sich das im Endeffekt dann immer, immer weiter, also die Schleife hat sich dann weiter fortgeführt. Und irgendwann bin ich dann halt ein, ja, in Anführungszeichen, ein Polenböller-Freak geworden. Habe mich damit sehr viel auseinandergesetzt. Dann war ja auch irgendwann die WM. Und dann wurde es irgendwann richtig heftig mit den ganzen Shops, Bestellungen und so weiter. Ja, und so kam es dann zustande, ganz kurz und knapp. Also es war so heftig und das war so ein Moment. Dann dachte ich mir, also das will ich unbedingt ausprobieren und das will ich besitzen. Und so bin ich im Endeffekt zu den schönen Polenböllern gekommen, die ja viel zu, die werden ja im Endeffekt viel zu schlecht gemacht und viel zu gefährlich gemacht. Bei richtiger Handhabung passiert ja überhaupt nichts, ja. Man muss damit nur gescheit umgehen können. Aber wenn halt was passiert, dann passiert was, das muss auch ein klar sein. Aber das kann genauso wie mit einer Kettensäge sein. Das kann mit so vielen anderen Sachen in Deutschland, die legal sind, auch passieren. Ja, muss man einfach verantwortungsbewusst damit umgehen und gut ist. So. Das war mein Erfahrungsbericht, das war mein Erfahrungsbericht und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitfühlen und genau, ich hoffe, ich konnte euch ja auch ein bisschen unterhalten. Naja, gut, der kranke Adler, der verschwindet mal wieder ins Bett, der kuriert sich aus. Auf jeden Fall, ihr wünscht euch nur das Beste, ne? Bleibt stark, bleibt gesund und genau, wir hören uns beim nächsten Video.